Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Linzing-Karte heute mal wieder. Ja, wir waren lange hier nicht mehr unterwegs und deswegen, ja, da wir ja gerade so ein bisschen an Mods durchswitchen sind bzw. Maps durchswitchen, müssen wir natürlich hier auch mal wieder bei Linzing reinschauen. Wir hatten jetzt in letzter Zeit mal wieder Wuppertal, wir hatten Lüdenscheid, wir hatten Brandstätten lange Zeit, jetzt mal wieder Linzing. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen. So, deswegen jetzt mal Linzing. Gut, wir schicken auf jeden Fall erstmal die Polizei hin, die brauchen wir. Wir haben hier zwei Zeugen, einen Gaffer, ja, direkt nah dabei, mit Handy in der Hand und so weiter und so fort. Wir brauchen hier auf jeden Fall Rettungswagen plus NEF. Und müssen wir jemanden rausschneiden? Gucken wir gerade mal. Lage erkunden, Unfallstelle reinigen, Beweise untersuchen, Gaffer vom Notfallort verweisen, Zeugen befragen. Sieht aber nicht so aus, als müssten wir hier irgendjemanden rausschneiden. Ja, ich gucke da lieber nochmal nach. Und ja, dann haben wir die Polizei, Rettungswagen, NEF müsste eigentlich reichen, wenn nichts dazwischen kommt. Polizei ist schon mal auf dem Weg, müsste auch bald hier ankommen. Linzing ist ja ein bisschen kleiner als die anderen Maps. Verfolge gerade einfach mal den blauen Punkt auf der Minimap. Ist gleich schon da. Und ich denke mal, Rettungswagen und so wird auch nicht lange brauchen, weil wir haben ja die Rettungswachen eigentlich recht nah dran. Da sollten wir eigentlich schnell vor Ort sein. Feuerwehr brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir brauchen aber noch eine Sache. Und zwar die Stadtreinigung. Die können sich gerade mal hier so hinstellen. Oh, Zivilwagen kommt. Alles klar. Ja, hätte ich jetzt bei dem Verkehrsunfall eigentlich nicht hingeschickt, aber ich drücke halt einfach immer hier auf die Schnellalarmierung. Ja, ich könnte natürlich auf die Polizei gehen, könnte mir das passende Fahrzeug raussuchen und oder da gucken, was alarmiert wird, aber Hauptsache es ist irgendwas vom Fach da. Sagen wir es mal so. Gut, Notarzt ist auch vor Ort. Wir lassen Blaulicht natürlich an, weil wir hier einen Unfallort haben, wo auch eine verletzte Person liegt. Ich würde erstmal gerne den Gaffer wegschicken. Ja, der sieht irgendwie aus wie so ein Detektiv. Privatermittler, keine Ahnung, der hier alles ausspannt. Gehen wir gerade mal zu der ersten Zeugin. Und das müsste jetzt der Rettungswagen eigentlich sein. Genau, da kommt er angefahren. Jo, ich habe auf der Redmobil auch mal so einen Rettungswagen gesehen mit so einem ähnlichen Blaulichtaufbau. Fand ich eigentlich ganz cool. Haben wir hier in der Realität bei uns nicht. Ja, also wir haben immer diese Kofferaufbauten und nicht solche. Und die haben bei uns dann nicht so Blaulichter. So, wir untersuchen jetzt gerade erstmal das Fahrrad. Und dann haben wir hier noch die eine Zeugin. Und dann sind wir hier auch bald schon durch. Ja, das heißt, Fahrrad ist jetzt gleich untersucht oder beziehungsweise, ja. Genau, ja, untersucht. Sagen wir einfach untersucht. Die muss noch befragt werden. Und ansonsten? Ich bin auch gerade ein bisschen überfragt. Hier ist das Fragezeichen. Ich kann hier nichts machen. Es ist aber auch nicht angegeben, dass ich jemanden da rausschneiden soll. Ich habe fast das Gefühl, dass aber da trotzdem jemand eingesperrt ist in dem Fahrzeug. Wenn das Symbol so da ist, steht mit dem Fragezeichen, habe ich das Gefühl, ich müsste mit dem Gruppenführer von der Feuerwehr da mal draufklicken und da doch jemanden befreien. Deswegen schicke ich gerade nochmal die Feuerwehr nach. Wie sieht's aus? Innere Blutung. Gut, Notarzt begleitet auf jeden Fall. Wir haben hier ein gebrochenes Bein reinbekommen. Wir haben ja im Laufe der letzten Folge haben wir die Side-Events auf 3 gestellt. Das heißt, es können auch jetzt wieder mehr kleinere Einsätze dabei sein. Die Stadtreinigung ist da. Dann können die das Fahrrad schon mal wegräumen. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Ich warte jetzt, bis die Feuerwehr hier da ist. Und dann sehen wir weiter. Ich werde jetzt nicht auf gut Glück noch einen weiteren Rettungswagen hier hinordern. Wir warten einfach mal ab. Lassen wir die erstmal wegfahren. Stadtreinigung hat eigentlich auch ihren Job hier beendet. Unfallstelle ist gereinigt, also könnt ihr wieder einsteigen. Ja, ist übrigens die erste Aufnahme mit neuer Hardware. Ja, ich habe heute, wir haben Dienstag, 16. Mai. Ich habe heute meinen Computer umgerüstet, umgebaut. Ja, neue Grafikkarte rein, neues Netzteil, alles neu verkabelt. Ist über die Hälfte vom Tag draufgegangen. Ja, noch ein paar ganze Staub weggemacht und. Haufen Arbeit.
Haufen Arbeit. Aber es läuft alles, ja. Ich habe direkt mal einen Benchmark-Test gemacht und läuft alles perfekt. Belastungstest und so weiter. Also alles ohne Probleme. Muss man ja immer nachschauen. Wenn man gerade was Neues einbaut, muss man erstmal testen. Funktioniert das alles? Reicht das mit dem Strom und so weiter und so fort? Oder geht die Kiste aus, weil zu warm oder was weiß ich? Muss man ja alles immer nachschauen. So, Feuerwehr ist da. Ich habe mich gerade einfach mal auf die Gegenspur gestellt. Ja, ist tatsächlich anscheinend jemand im Fahrzeug drin. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir einfach nur nachgucken, ob jemand drin ist. Ich warte jetzt gerade einfach mal ab. Theoretisch könnte auch die Polizei da reingucken, aber ging irgendwie nicht. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Das wird spannend. Ja, null Personen. Okay, ja, dann passt es mit der Beschreibung hier oben. Das aber extra dafür die Feuerwehr anfahren muss zum Nachgucken. Okay. Dann lassen wir das Fahrzeug abschleppen. Rettungsdienst ASB. Dann haben wir hier noch einen Kreislaufkollaps. Dann schicken wir da gerade mal einen Rettungswagen hin. Der kann einfach mal hier bleiben. Sollte kein Problem sein. Gebrochenes Bein sollte auch kein Problem sein für den Rettungsdienst. Jo, hier, was machen wir hier? Warten, bis der Abschlepper kommt oder wegfahren? Ich bin ja fast dafür, dass wir wegfahren. Komm, wir gehen auf Streife. Wir gehen auf Streife. Ja, die können normalerweise hier noch Warnblinker an oder warten. Dreieck und dann sollen die außenrum einfach fahren. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Jo, gleich startklar. Ich habe jetzt mittlerweile mal Subways in Hamburg. Gab es heute auch die Release-Version, ja, 16. Mai, wie gesagt. Release von Subways in Hamburg habe ich mir auch direkt mal das Update runtergezogen, damit ich auch die reguläre Version habe. Und es läuft, trotz neuer Grafikkarte und so, läuft nicht wirklich optimal. Aber die Entwickler haben jetzt schon geschrieben gehabt bei Discord, dass die wahrscheinlich den Fehler gefunden haben, warum die Version jetzt schlechter läuft als die Preview-Version quasi. Da soll nochmal ein Hotfix heute nachkommen. Mal gucken, ob ich dann Folge noch aufnehmen kann. In höherer Qualität, damit es dann auch flüssig wirkt. Da bringt mir sonst die neue Grafikkarte nichts, wenn es einfach am Spiel liegt. Aber gut. Bus-Simulator 21 kam heute auch das Update raus. Ja, wenn ihr das Video seht, sind wahrscheinlich schon wieder 5-6 Tage vergangen, weil diese Folge soll irgendwann, glaube ich, am Wochenende rauskommen. Ich glaube Sonntag sogar. Und da ist schon ja fast wieder eine Woche rum. Da kommen wir gerade pünktlich hierher. Aber bei dem Update anscheinend vom Bus-Simulator 21, irgendwas passt da auch nicht so ganz. Also ich wollte gerade mal, oder habe die Story geladen, mit der ich ja fertig bin. Und ich sehe halt keine einzige Haltestelle im neuen Bereich, im Story-Modus. Und ich wähle hier einfach das Schild aus. Ich habe ja gerade nicht wirklich viel zu tun. Irgendwie kann ich halt keine Bushaltestellen da auswählen. War irgendwie sehr merkwürdig und... Ich weiß, es kommt ja oder sollte ja mit dem Update der neue Karrieremodus quasi hinzukommen. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass man auch einfach die Story-Map weitermachen kann. Beziehungsweise, es muss ja keine neue Story hinzukommen, aber dass ich wenigstens mit der Map, die ich da schon habe, neue Bushaltestellen auswählen könnte, wäre halt cool. Ich denke mal, dass das auch irgendwie nur ein Fehler ist von dem Update. Ich weiß es nicht genau. Ich werde mich dann gleich nochmal, nachdem ich hier fertig bin, etwas genauer damit beschäftigen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Sehen wir einfach mal weiter. Ja, und dann muss ich noch ein paar Spiele testen. Ich will gucken, wie die jetzt laufen mit der neuen Grafikkarte. Das will ich noch unbedingt austesten. Aber ich habe mir gedacht, ja komm, nimmst du jetzt erstmal für einen Probelauf Emergency auf, weil Emergency kann ich ja die Grafik eh nicht hochstellen. Aber ich wollte mal gucken, ob das wenigstens auch problemlos alles jetzt gerade läuft. Sieht aber ganz gut aus. Okay, Fahrzeug wurde abgeschleppt. Sehr schöne Sache. Da sind wir auch gleich fertig mit. Ich lasse die Zeit gerade mal ein bisschen schneller laufen. Ab ins Krankenhaus mit euch. Jo, dann ist die Rettungswache 14 Grad komplett unterwegs. Halle ist leer. Keiner zu Hause. Es ist schön, dass wir die Türen hier liegen lassen haben. Das ist natürlich cool. Ist das nicht die Stelle, wo das Flugzeug abstürzt? Ich glaube ja, ich habe jetzt so lange kein Linzing mehr gespielt, aber ich meine mich erinnern zu können, dass hier ein kleines Flugzeug abstürzen kann an der Stelle. Oh, Rettungswagen, Notarzt. Achso, wir sind auch in der Nähe vom Krankenhaus. Jo, dann ist okay. Da ist auch noch ein Rettungswagen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf Einsatzstufe 2.
Alkohol, Diebstahl. Ein Diebstahl. Gut, da muss ich die Zeit ein bisschen langsamer laufen lassen. Einfach, damit wir Chance haben, den abzufangen. Sonst rennt der mir hier zu wild durch die Gegend. Wo sind wir denn da? Ah, okay, das ist jetzt hier wieder, wo die Polizei erstmal einen riesen Umweg fahren muss. Über Brücken und so, bis sie dann mal da drüben ankommt. Deswegen schicke ich die hier eigentlich ganz gerne auf Streife. Eigentlich. Aber ich mache es mir gerade mal ein bisschen schwerer. Also, lassen wir ihn einfach mal rennen. Ich habe die Streife hier vorne hingeschickt. Also wir haben noch ein bisschen Platz bis dahin. Aber bis dahin wird die Polizei nicht da sein. Nö. Obwohl, er macht eine Pause. Er macht eine Pause, rennt hier über die Straße. Ja, da hat es doch fast gepasst. Dann hat es doch fast gepasst. Jetzt versperrt mir der LKW den Weg. Sah gerade so aus, als wäre er wirklich voll an den LKW geknallt. Aber Gott sei Dank nicht. Ja, fahr einfach mal rückwärts dem Typ hinterher. Warum nicht? Okay, einmal so, einmal so. Da klacken die Handschellen. Einmal zur Wache. RD, gebrochenes Bein. RD, gebrochenes Bein. Alles klar, Rettungswagen kommt mit Sonderrechte. Einmal da parken. Großer Einsatz abgeschlossen. Das heißt, sollte gleich eigentlich der nächste reinkommen. Wir können auch mal gerade auf Einsatzstufe 2 gehen wieder. B4, Waldbrand. Och nö. Och nö, Waldbrand und noch lauter Häuser und Gastanks hier überall. Ja, wunderbar. Sogar das Wasser brennt. Heilige Scheiße. Oh, und da haben wir ja auch noch den einen verletzten Patienten. Dann gehen wir gerade mal auf B4. Oh Gott, das könnte schwierig werden, die Häuser da zu retten, wenn ich ehrlich sein soll. Erstmal die ganzen ELWs und KDOWs hier hinschicken. Dann haben wir hier ein HLF. Ich hätte gern hier noch ein LF. Da hätte ich gern ein LF. Hier hätte ich gern HLF. Noch ein HLF. Ein weiteres HLF hätten wir hier noch. Können wir von mir aus auch hier hinstellen. Noch ein HLF von mir aus hier. DLK brauche ich aktuell nicht so unbedingt. Können wir auch mal hier parken. Weitere DLK, wir stellen sie mal für alle Fälle hier wenigstens mit auf. TLF, kannst du hier hinten hinfahren? Funktioniert das? Noch ein weiteres TLF hätte ich vielleicht gerne hier hinten. Ich weiß nicht, ob das da hinfahren kann. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber auch doch. Ich habe keine Ahnung, müssen wir austesten. Kreislaufkollaps haben wir reingekriegt, alles klar. Schlauchwagen. Dich hätte ich gerne mal hier, vielleicht brauche ich dich. Abrollbehälter, Atemschutz, ja, von mir aus kannst du dich mal hier hinstellen. Weiterer ELW kann mal hier die Straße dicht machen. Rettungswagen brauchen wir hier mal und da und NEF und MTW von der Polizei kann sich gerne mal hier hinstellen. Weiteres Fahrzeug von der Polizei auch gerne mal hier. Funkstreifenwagen, haben wir noch irgendwo eine Straße gehabt, die wir dicht machen könnten? Wir könnten die hier noch dicht machen. So, und von mir aus auch noch, wobei hier, die können eigentlich links abbiegen. Ach komm, nee, wir machen auch dicht. Alles klar, der Rettungswagen ist schon mal vor Ort, kann den Brand begutachten aus der Nähe. Kreislaufkollaps, schicken wir noch einen Rettungswagen hin. Jetzt, da haben wir eh erstmal ein bisschen Zeit, bis die ganzen Feuerwehrfahrzeuge hier eintreffen. Das ist doch direkt am Krankenhaus, oder? Sieht so aus. Ja, direkt am Krankenhaus. Da könnte eigentlich auch mal jemand rausgerannt kommen und könnte dir mal helfen. Aber naja. Ja, Gastank 1, Gastank 2. Okay, Feuerwehr ist aber schon mal vor Ort. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Dann können wir direkt mal einen Verteiler da hinten hinlegen oder schützen wir erstmal das Haus. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, die sind eh nur zu viert besetzt. Dann... Ja, komm. Was machen wir? Schützt das Haus. Komm, wir schützen mal das Haus. Hätte gerne eine größere Besatzung für den Brand hier hinten. Wir gucken, dass die Häuser nicht brennen mit der Truppe hier. Okay, ist transportbereit. Bringen wir so schnell wie möglich weg, damit die Feuerwehr da schön hantieren kann. Pol, Raubüberfall. Raubüberfall. Dann schicken wir gerade mal einen Streifenwagen dahin. Für Waldbrand? Breitet sich aber gerade gar nicht so doll aus. Das ist schon mal eine schöne Sache. So, mit der Truppe, die sind voll besetzt mit dem Fahrzeug. Die können dann mal hier hinten hinrennen. Verteiler da hinten hin.
Ich gehe hier doppelt an den Hydranten ran, so wie es aussieht. Das kann böse nach hinten losgehen, werden wir gleich merken. Verteiler mal dorthin. Genau, einer kann von mir aus da hinten mal löschen, die anderen, einer soll mal das Haus hier kühlen und vielleicht den Tank, ich weiß es ja nicht. Ich wollte gerade sagen, sehe ich das richtig, dass hier Fahrzeuge übers Wasser fahren? Eieiei. Okay, Rettungswagen kommt auch nochmal an zur Verstärkung. Ich glaube, wir haben den Waldbrand unter Kontrolle. Ich bin einfach mal so frech und sage, wir haben den unter Kontrolle. Es wird keine Explosion geben. Es sollte also eigentlich alles ja, gut verlaufen. Liegt auch daran, dass wir halt auf der Brandausbreitungsstufe Feuerwehrmann sind. Ja, das ist... Ich finde die anderen Stufen... Klar, die machen mal Bock zwischendurch, auf jeden Fall. Aber wenn man da halt einen Brand hat, musst du halt die ganze Zeit bei dem Brand sein und erlebst sonst nichts anderes. Und ich hab's gerne, wenn ich so ein bisschen mehr Abwechslung hab. Ja. Da hatte ich doch irgendwo schon mal die Polizei hingeschickt. Genau dahin. TH1, dann fahr mal dahin. Verkehrsunfall. TH1, Verkehrsunfall. Hier schicken wir auch gleich mal ein NEF mit. Ich weiß nicht, was der dem angetan hat. Nee, komm, wir sind faul. Wir rennen jetzt nicht hinterher. Wir fahren einfach ein Stück vor und warten, bis der da ist. Und... Ups. Jetzt wird er doppelt gepfeffert. Ich habe aus Versehen doppelt da drauf geklickt. Du nimmst die Handschellen. TH1 VU PKW. Gut. Sehen wir gerade nicht, was hier los ist. Ich schicke mal einen Streifenwagen erstmal hin. Plus vielleicht... Ja, komm. Solange ich nicht weiß, was da Sache ist, schicke ich noch nichts anderes raus. Da sind wir dran. Da sind wir dran. Waldbrand ist anscheinend... Das nächste Fahrzeug fährt übers Wasser. Okay, der Waldbrand, den haben wir gelöscht. Ja, Unmengen alarmiert, am Ende gar nichts gebraucht davon. Zwei Fahrzeuge. Die ganze Kette an Feuerwehrfahrzeugen, die hier rumsteht, muss man eigentlich einfach mal festhalten. Okay, ich glaube, so ist doch eigentlich ganz cool. Machen wir es einfach mal so. So viel alarmiert und nichts gebraucht. Bei Schlimm 7 hätten wir jetzt wahrscheinlich noch mehr gebraucht. Ganz sicher. Kannst du die Einsatzfahrt abbrechen? Jetzt kriegen wir hier gleich einen Feuerwehrstau, so wie es aussieht. So, brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Du gehst auf Streife. Und du gehst auch auf Streife. Okay, da, Verkehrsunfall, da ist er. Dann machen wir hier gerade mal dicht. Wir rufen noch die Feuerwehr und Rettungswagen plus NEF zweimal. Feuerwehr würde ich sagen, die sollen sich hier mal hinstellen, dass die Kreuzung einigermaßen dicht ist. Rettungswagen davor und NEFs, genau. So, du darfst mal umleiten eigentlich, wenn du magst. Wenn du Bock hast, könntest du theoretisch umleiten. Hier schauen wir gerade mal danach. Ich meine, er sitzt noch in der Hocke da, also weiß nicht, ob es so schlimm ist. Aber man weiß halt nie so genau bei den Sachen. Genau, der ist festgenommen, schicken wir weg. Beim Verkehrsunfall wird fleißig befragt. Hier fängt es an zu tröpfeln, deswegen laden wir direkt mal die Person auf. Ja, Zeugin ist befragt, wir warten jetzt auf die anderen Einheiten. Kreislaufkollaps. Dann gucken wir gerade mal. Rettungswagen einmal da hin. Rettungswagen ist schon mal da. Okay, wir haben da drüben auch noch einen Zeuge. Oh, und da haben wir noch zwei. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dann gucken wir auch mal danach. Nächster Rettungswagen ist da. Ach, schön. Okay, Feuerwehr kommt. Sehr gut. Heckwarner an. Wir stehen nämlich hier mitten auf der Kreuzung, aber ich will einfach die Spur hier ein bisschen... beziehungsweise die Kreuzung ein bisschen safer machen. Meine Leute schützen, damit sie nicht umgefahren werden. Sagen wir es mal so. Falls hier jemand langgerast kommt, ist nichts weiter passiert. Komme ich immer noch nicht drauf klar.
Okay. Zeugen sind befragt. Da ist eine Person drin. Dann legt mal los. Wir gucken mal ins zweite Fahrzeug rein. Mal gucken, wie es da aussieht. Auch nur eine Person drinne, alles klar. Gut. Jo. Gucken wir erstmal mit dem Rettungswagen. Beziehungsweise mit der Besatzung vom Rettungswagen. Eddie, gebrochenes Bein. Gebrochenes Bein. Paar Meter weiter, gebrochener Arm. Komm, der Notarzt kann einfach direkt mal weitergehen und den behandeln. Dann kommt der Rettungswagen. Dann bringen wir den ins Krankenhaus. Ist einfach immer zu schön. Die Einsätze direkt so ein paar Meter weiter passieren. Hier haben wir auch noch ein Feuerwehrfahrzeug rumstehen. Oder genau, er hat sich ein bisschen verfahren bei dem Waldbrand. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle weggeschickt. Ja, sieht gut aus. Ab ins Krankenhaus. Ab ins Krankenhaus. David behandelt. Scheint nicht schlimm zu sein. Schleudertrauma, okay. Ah, der Bus fährt trotzdem meine Feuerwehrleute um. Dann stell dich mal hinter das Fahrzeug. Geh mal doch nochmal so auf Nummer sicher. Jo, das sieht gleich gut aus. Die sind auf dem Weg. Rettungswagen ist angekommen. Ging schnell, der war schnell da. Der war schnell da. Gut. Da sind wir auch mit durch. Okay, die sind auf dem Weg. Haken wir ab. Müsste erledigt sein. Da können wir auch schon mal einen Rettungswagen wegschicken. Wir schicken die zweite Rettungswagenbesatzung gerade mal zu der Frau. Dann gucken wir da mal. Dann brauche ich mal die Polizei. Da müssen wir nämlich hier mal die Abschlepper rufen. Müssen wir hier sauber machen? Nee, sauber machen müssen wir nicht. Alles klar. Dann kann die Feuerwehr eigentlich auch zusammenpacken. Job erledigt. Der fährt jetzt weg, genau. Können wir schon mal einen Notarzt wegschicken. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, was die gute Frau noch hat. Er findet schon einen Weg. Eddie, gestürzte Person. Gestürzte Person. Gebrochener Arm. Was haben wir hier? Schockzustand. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich den Notarzt, denke ich mal. Ich lasse den einfach mal einsteigen zum Begleiten. Abschlepper sind gerufen. Wir machen uns mal startklar. Die können wegfahren. Der kann auch weg. Da höre ich einen Rettungswagen. Da kommt er doch. Blaulicht machen wir aus. Heckwarner lassen wir an. Eddie, passt schon. Herzinfarkt. Herzinfarkt schicken wir direkt mal Rettungswagen plus Notarzt hin. Nummer 1, Nummer 2. Gut, die wären auch startklar. Jo, jetzt haben wir ein paar Einsätze offen. Das ist halt, wenn man die Side-Events halt anhat. Aber es sind ja nur Kleinigkeiten. Gut, dann aufladen. Wir warten hier noch auf die Abschlepper. Die müssten aber auch gleich da sein. Man sieht sie schon auf der Minimap hier unten. Das ist quasi abgehakt. Die müssten jetzt losfahren. Die sind auf dem Weg. Da, ja, weiß ich nicht. Ich suche meinen Sunny. Ach, da kommt er angerannt. Ich weiß nicht, wo der jetzt langgelaufen ist. Keine Ahnung. Gut, Herzinfarkt, sind Einheiten auf dem Weg. Habe ich ihn alarmiert. Abschlepper sind da. Gut, Polizei kann auf Streife gehen. Brauchen wir nicht mehr. Ja, das Auto, was man abschleppt, erstmal auf die Patientin drauflegen. Muss sich ja lohnen, dass sie ins Krankenhaus kommt. Und dann können wir das Fahrzeug abschleppen. Perfekt. Gut, dann kann der auch los. Notarzt fährt dann auch automatisch weg, also können wir den Einsatz auch abhaken. Gut, da sind wir auch gleich durch. Herzinfarkt ist noch kein Fahrzeug angekommen. Hier kann aufgeladen werden. Jo, warten wir hier gerade einfach mal.
warten wir hier gerade einfach mal auf den Rettungswagen und den Notarzt. Müsste aber jetzt ankommen. Genau, Notarzt ist zuerst. Der war ein bisschen schneller. Rettungswagen ist noch ziemlich weit weg. Och nee, sag bloß der Fett. Was tut ihr denn? Er ist doch direkt da neben euch. Sag mal, was hast du dir denn durch die Nase gezogen? Da geht's lang, genau. Richtiger Weg. Rettungswagen ist auch da, perfekt. Ja, ich glaube, er schafft's. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Dann aufladen und los geht's. Jetzt ist gerade schön ruhig. Erst 10 Einsätze auf einmal und dann nichts mehr los hier. RD, gestürzte Person. Gestürzte Person. Da waren wir eben gerade noch fast beim Sturz dabei, so wie es aussah. Ich glaube, ich muss den Rettungswagen dann gleich nochmal umparken. So wie ich den hingeschickt habe, da werden die wahrscheinlich auch sich dumm und dämlich laufen. Oder schafft ihr das? Ihr lauft euch dumm und dämlich, oder? Ah, wobei. Er hat es durchgeschafft. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Was ist denn da passiert? Ja, cool. Das ist wenigstens mal eine Ölspur. Haben wir hier auch dieses Ölspurbeseitigungsfahrzeug? ÖSF müsste das eigentlich sein. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen was, was Öl reinigt. Ich schicke auch die Polizei nochmal her, die sollen mal dicht machen. Bevor da irgendein Motorradfahrer auf die Fresse fliegt oder so. Wir werden auch hier nochmal ein weiteres Fahrzeug hinschicken. Ich bin nur gerade am überlegen, welches haben wir auch? GWL2 haben wir auch GWL. Ah, hier haben wir auch ein NAW. Cool. Komm, wir schicken einfach mal das Fahrzeug raus. HLF kann jeder rausschicken. Wir nehmen einfach mal das. Ach, schon transportbereit. Sehr cool. Das ist wenigstens mal eine Ölspur. Finde ich cool. Stadtreinigung steht schon dahinter. Hypertensive Krise, Rettungswagen plus Notarzt. Einmal hier hinschicken. Hier ist auch eigentlich die Rettungswache. Rettungsdienst, Wache 14. Aber die sind beide unterwegs. Keiner da. Okay, Polizei ist da. Ich stelle die mal hier hinten hin. Beziehungsweise, komm, wir stellen die mal hier hin. Weil wenn da gleich das Feuerwehrfahrzeug kommt, dann brauche ich da wahrscheinlich ein bisschen Platz. Wenn er diese geschlängelte Spur entlang fahren möchte. Wir gucken uns mal das Fahrzeug an. Ist es jetzt wie befürchtet, dass der Kollege sich irgendwie die Füße wund läuft? Oder kann der gerade überhaupt nicht aussteigen? Der kann überhaupt nicht aussteigen. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Diese Emergency-Wegfindung ist schon immer ein bisschen speziell. Komm, ich park einfach hier hinten. Dann kommt ihr da nämlich dran. Und dann funktioniert es auch. Ist das zufällig... Ich habe gerade gedacht, das ist in der Nähe von dem anderen Einsatzort. Aber anscheinend doch nicht. Hat sich nämlich gerade kurz so angehört. Hm. Okay, jetzt funktioniert's. Jo. Ist untersucht. Können wir aber nicht abschleppen, weil muss noch abgedichtet werden wahrscheinlich. Genau. Was hoffentlich auch dann irgendwann mal hier ankommt. Das ÖSF. Ich sehe aber noch keine Bewegung auf der Karte, oder? Doch, hier. Das ist aber das GWL2. Sieht auch cool aus. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht im Einsatz. Diebstahl. Jo, gut.
Da bin ich, glaube ich, auch mit der Polizei recht nah dran. Genau, da sind wir mit der Ölspur. Dann schicke ich den gerade mal dahin. Aber ich glaube, der nächste Streifenwagen, na wobei, der steht auch da rum. Alles klar. Okay, er macht mitten auf der Straße eine Pause. Würde ich auch so jedem empfehlen. Einfach mitten auf der Straße beim Joggen eine Pause machen. Tut's nicht. Tut's einfach nicht. Sowieso, Diebstahl und so weiter, tut's einfach nicht. Okay, GWL2 ist gleich da. Dann können wir mit dem schon mal das Fahrzeugleck abdichten und da schon mal die Betriebsstoffe abbinden und, und. Schönes Fahrzeug, echt schönes Fahrzeug. Ich glaube, ich habe das noch nie benutzt. Hier auf Linzing. Sieht aber sehr cool aus. Na dann, gucken wir gerade mal. Wir brauchen das und wir brauchen das. Müsste man eigentlich beides auf dem Fahrzeug drauf haben. Da kommt das Ölspurreinigungsfahrzeug. Auch sehr, sehr cool. Die Werkfeuerwehr. Umweltschutz. Genau, fahr da mal entlang. Tu mal Dinge. Jawohl. Ja, auch so cool, dass Blaulicht ausgemacht wird, nur noch gelbe Warnlichter und Warnblinker an und dann hier schön der Spur entlang gefahren. Ja, schon cool, feiere ich schon ein bisschen. So, wir können ja mal mit der Polizei noch ein bisschen hinterher kurven. Okay, die Rettungswagen haben sich beide jetzt in die Wache reingequetscht. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, der eine kann hier mal das Leck abdichten, der andere kann schon mal anfangen, hier diese Kleckse wegzumachen. Straftäter ist festgenommen. Da sind wir auch Startler. Sagen, ich gehe hier gerade mal auf Einsatzstopp, weil wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. So, Notarzt ist eigentlich mit an Bord, war aber ein bisschen langsam. Gut, dann haben wir das abgehakt. Das haben wir abgehakt. Da sind wir gerade dabei. Das haben wir gleich abgehakt. Notarzt steigt auch noch ein. So, erste Spur ist weg. Wir sehen auch schon, das Feuerfahrzeug kommt. Ich begleite mit der Polizei mal, damit keiner dem Fahrzeug hinten drauf fährt. Das ist natürlich schon auf irgendeine Art und Weise richtig cool. Ja, mal gucken, ob der jetzt mit dem Fahrzeug da überhaupt vorbeikommt, weil da, ich meine, da steht ja noch was. Wahrscheinlich backt der sich einfach da durch oder so. Ja, sieht ganz danach aus, weil das Fahrzeug, wobei, er bleibt jetzt stehen. Okay, gut gelöst. Anderes Fahrzeug wird einfach despawned. Ist okay. So, jetzt brauche ich aber auch wirklich da nochmal die Polizei, weil ich muss ja das Fahrzeug noch abschleppen lassen. Das Fahrzeug ist fertig. Hat einen guten Job gemacht. Kann wieder weg. Ansonsten. Genau. Das kann auch weg. Brauchen noch den Abschlepper. Die sind auch immer noch unterwegs, aber ist eigentlich abgehakt. Die sind auch startklar mit Blau. Richtung Krankenhaus. Genau. Somit das abgehakt. Und das ist eigentlich nur noch jetzt Warterei auf den Abschlepper. Ansonsten ist hier alles weg. Alles erledigt. Straße ist wieder sauber. Können wir die eigentlich auch zurückschicken? Abgeschlossen. Da heißt es noch warten auf den Abschlepper, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht mehr in der Folge. Wir lassen einfach das Fahrzeug abschleppen und dann, ja. Muss man ja nicht dabei sein. Einsatz ist ja so oder so erfolgreich. Ich hoffe, euch hat die Folge auf Linzing gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls du noch nicht getan habt. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und gerne den Kanal auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.